Ich grüße euch zu einem neuen Wiederfäcker. Ich bin's, der Scope. Das ist der Dirk. Wir nutzen die letzten warmen Tage mal wirklich aus, auch in der Woche, und fahren eine Runde Moped. Das letzte Mal mit der GoPro Session 5 unterwegs, denke ich mal. Weil ich habe mir jetzt auch eine GoPro 8 Black geholt, wie Dennis hat, weil die Aufnahmen... weil die Aufnahmen in Berlin mit der Session 5 überhaupt nicht schön waren. Ist der Wahnsinn, Junge. Ich dachte echt, die Sitzbank ist viel härter, aber das ist ja ein richtig Träumchen. Ich glaube, die es zu hart empfinden, haben das Ding falsch rum aufgebaut. Ich habe das überhaupt nicht sofort mitbekommen, dass ich eine neue Sitzbank habe. Bis mir nicht fallen nach. Stimmt ja, ich habe ja eine neue Sitzbank. Ist so, hier noch gequatscht. Für mein Ding kommen wir weiter. Okay. Jetzt richtig Ass geben, oder was hast du gerade gesagt? Mensch, das Moped ist frisch gewaschen. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um das Moped waschen zu können? Na, so ein bisschen Offroad ist schon geil. Deswegen möchte ich auch Enduro-Streben haben, weil sowas kommt ja öfters vor. Dann möchte ich mal den Rahmen ein bisschen, ja, mehr Steifigkeit geben. Nicht, dass mich vorne das Stirnrohr wegbricht. Dafür habe ich mir ein Puppet gebaut. Für solche Touren, weil ich mache das nicht gern mit der Schwalbe. Jetzt besser seit Jahren nicht mehr und mit dem Start schon, längst nicht. Yeah.
Ästhetisch. Wer kennt das auch, wenn man sich so von hohen Gebäuden stellt, dass man denkt, also wenn jetzt Wolken lang ziehen, dass man denkt, das Ding fällt auf einen rauf oder so. Oder das Ding bewegt sich. Habt ihr das schon mal gemacht? Also ich finde das immer, ich hab das erste Mal richtig mitbekommen im Berliner Fernsehturm. 203 Meter oder so. 203 Meter? Also mit Flügelspitzung. Ist schon hoch. Siehst du, jetzt ist Viecher hier. Die sind uns vorhin auch ins Gesicht geflogen. Raus mit den Viechern. Oha. Na gut, weiter geht oder was? Ja. So, wo sind wir? Irgendwie kommt mir das jetzt sehr bekannt vor, als ob ich hier am Wochenende schon gewesen wäre. Dann verabschieden wir uns von diesem wunderschönen. Ja, was war das? Erklär mal, was haben wir heute? Ausfahrt. Mit geländegängigen Tour. Ja. Was auch immer das gerade für ein Wort war. Ja. Ein Geländetag mit Straße. Oh Mann, ey. Ja, so, der Benni hat das Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, gut, dann macht's gut. Bis zum nächsten Video. Euer Browser, euer Skopel, Schüssikowski und bis... Baldinski. Oh, endlich brauche ich nichts sagen. Und Dirk würde jetzt sagen, bis... endlich macht er es wieder selber. Gut, denn... Ha 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 ha!